Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Airbus A320 Type Rating mit der heutigen Folge 16a Approach. Und zwar geht es heute um einen allgemeinen Teil des Approaches. Denn es ist ja so, es geht ja nicht nur darum, wie man so einen Approach fliegt, also gehen wir jetzt fully stable rein oder solche Sachen, sondern es sind natürlich auch andere Sachen dort wichtig, zum Beispiel, wie cancel ich so einen Approach, wann muss ich eigentlich fertig mit meiner ganzen Preparation sein, also muss ich stable sein und solche Sachen. Und die beziehen sich natürlich auf jeden Anflug, völlig egal, ob ich da nur einen ILS-Anflug fliege oder ein VORD in mir, also Precision oder Non-Precision. Das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle und deswegen gibt es auch im FCOM unter den Approaches in drei Kategorien aufgeteilt, unter anderem die erste Kategorie, das wäre dann der General, der allgemeine Teil, und dazu wollen wir dann doch einfach mal gucken, was Airbus uns da an die Hand gibt. Zunächst einmal geht es hier um die Flying Reference, damit ist gemeint, ja, wie fliege ich denn das jetzt, fliege ich das mit dem Flight Director? Oder fliege ich das dann mit dem Bird? Und darauf wollen die hinaus. Wir lesen mal kurz, es gibt also hier den Vertical Managed Mode und es gibt den Vertical Selected Mode. Das kennen wir schon. Im Vertical Managed Mode, wenn wir also ein Managed Approach fliegen, wir wissen das, es gibt Managed Managed, es gibt Managed Selected und es gibt Selected Selected. Und in diesem Fall wollen Sie auf das vertikale Ding hin, bedeutet also, es geht um das zweite Wort. Ne? Also selbst wenn es Managed Selected ist, wäre ja dann das Ganze im Selected, also der Vertical Pass wäre Selected. Und dann ist die Frage, was schalten wir denn da? So, und ihr kennt ja schon aus diversen Unterrichten diesen Bird. Zunächst einmal, wenn wir also ganz normal fliegen, dann seht ihr am Fenster, wo denn die Altitude bzw. bei Vertical Speed an dem Fenster, nee, gar nicht, war in der Mitte am besten, über dem Bird, so ist das, da fangen wir erstmal mit an. Wenn ich also wenn ich da nicht drauf drücke, dann steht da Heading respektive Vertical Speed. Das ist also die Standardeinstellung. Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass der Bird nicht an ist, und wenn wir also die Flight Director Taste reingedrückt haben, was wir ja grundsätzlich haben, dann würden wir also unseren Flight Director bekommen, unsere Crossbars, ne, als Kommandogerät. Und wenn wir jetzt allerdings im Selected Mode arbeiten, da wäre zum Beispiel so ein Mode Track FPA, dann sieht es so aus, dann müssen wir das Ganze mit Bird machen. Wir drücken also diese Taste dort rein und dann würde das hier umswitchen von Heading Vertical Speed zu Track FPA. Da würde das umswitchen. So. Das heißt, man würde dann den sogenannten Flight Path Director, was ist denn das schon wieder? Also wir kennen die Flight Directoren, kennen wir. Wenn wir den Flight Director ausschalten und den Bird einschalten, dann haben wir den Flight Path Vector. Und wenn wir den Flight Director nicht ausschalten und trotzdem den Bird einschalten, dann haben wir eine Mischform. Und diese Mischform nennt sich dann Flight Path Director. Okay? Also darauf wollen Sie hinaus. Fliegen wir das im Manage, können wir mit Flight Director fliegen. Fliegen wir das irgendwie mit einem Selected-Modus, müssen wir den Bird einschalten, unabhängig davon, dass der Flight Director anbleibt. Wir schalten also den Bird darauf, kann man sagen, noch zusätzlich, und dann nennt sich das Flight Path Director. Das ist das eine. Das andere, das sind die Stabilization Criteria. Also das sind die Kriterien, wann und wo muss ich eigentlich stable sein. Was heißt denn überhaupt stable? Stable bedeutet, dass mein Flugzeug in einer gewissen Konfiguration schon ist. Unter anderem. Zum Beispiel, wenn ich, es geht darum, wo ist denn eigentlich dieser Punkt? Das ist immer der sogenannte Final Descent Point. Also, wo mein eigentlicher Anflug jetzt beginnt. Wo ich anfange zu sinken. Also das letzte Stück, um auf die Landebahn zu fliegen, da gibt es ja dann einen Punkt und das ist der sogenannte, entweder ist es der Final Approach Fix oder es ist der Final Approach Point, aber allgemein bezeichnet man ihn als Final Descent Point. So, und das ist also der Punkt, wo ich anfange jetzt wirklich, sage ich mal, dem ILS jetzt runter zu folgen. Das letzte Stück. So. Und
Das ist das eine. Und die Frage ist jetzt, wie oder wann muss ich jetzt diese Stabilization-Kriterien erfüllen? Was muss also passieren und wo muss es passieren? Und zwar gibt es dann immer die magische Marke von 1000 Fuß. Also selbst wenn jetzt beispielsweise wir den Endanflug eingeleitet haben, wir sind im Sinkflug, sagen wir mal in 3000 Fuß oder in Palma sind es 2700 Fuß beim ILS, dann gehen wir da rein, dann sinken wir. Na, und irgendwann kommen wir dann an unsere 1000-Fuß-Marke. Und die 1000-Fuß-Marke ist immer über Airport Elevation. Also wenn jetzt der Flughafen in 1000 Fuß wäre, dann wären das eben halt 2000. Weil 1000 Fuß wird immer auf die Airport Elevation raufgeschlagen. Und so, das ist der absolute letzte Punkt, wo wir stable sein müssen. Und das ist bei 1000 Fuß. Und zwar unterscheidet man einmal, wenn wir Instrument-Wetterbedingungen haben, also mit anderen Worten schlechteres Wetter, oder wir haben visuelle Bedingungen, gute Wetterbedingungen, von der Sicht her auch, dann wäre das die andere Sache. 1000 Fuß, wenn wir in IMC sind, und 500 Fuß, wenn wir in VMC sind. Auch das ist company-unabhängig. Es gibt also die Möglichkeit, denkt zum Beispiel an einen Visual Approach, wo ihr vielleicht auch einen verkürzten Anflug macht. Da seid ihr vielleicht dann schon unter den 1000 Fuß, aber ihr müsst dann also stable sein at 500 Fuß. Also das ist zum Beispiel beim Circle to Land wäre das oder beim Visual Approach. Da wäre dann voraussichtlich diese 500 Fuß eigentlich eher dann diese Marke. Allerdings nur dann, wenn wir in VMC sind. Und das wären wir beim Circle to Land oder auch beim Visual Approach, denn sonst dürften wir so einen Anflug gar nicht fliegen. Nun ist es so, dass diese 1000 Fuß, das ist eigentlich überall Standard, auch die 500 Fuß in allen VMC sind auch überall Standard. Allerdings gibt es doch Airlines, die davon abweichen. Es gibt zum Beispiel einige Airlines, denen interessiert die 500 Fuß in VMC nicht. Die sagen, es sollen immer 1000 Fuß sein. Es gibt andere Airlines, die sagen, in 1000 Fuß IMC reicht mir nicht. Ich möchte, dass ihr vielleicht in 1300 oder 1500 Fuß stable seid. Das ist einfach company-abhängig. Aber Standard sind 1000 Fuß in IMC und 500 Fuß in VMC. Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Und das sagt jetzt hier Airbus in dem Folgenden. Also was bedeutet jetzt Stabilization-Kriterien? Und das bedeutet, dass wir also schon auf jeden Fall von der Lateral-Navigation auf unserem, ich sag mal, auf der Verlängerung der Landebahn sind. Also wir sind da nicht irgendwie schon 2, 3 Meilen noch abgewichen oder so. Also wenn wir wirklich in der Verlängerung der Landebahn sind, das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, dass wir auch schon den Vertical Pass haben. Denn wenn wir zum Beispiel in Palma in 2700 Fuß das ILS capturen, den Glideslope capturen, dann sinken wir eben halt nach unten. Und dann werden wir also natürlich auch in diesem Pass bleiben. Wir werden da ja nicht irgendwie hoch wie so eine Sinuskurve hoch und runter fliegen, sondern wir werden ganz konstant diesem Pass weiter folgen. Bedeutet also, wir wären also, wenn alles gut läuft, auch in 1000 Fuß hätten wir auch wieder das Vertical Profil nach wie vor erreicht. Und das ist also schon mal die wichtigste, das Kriterium. Das andere Kriterium ist, wie gehe ich also configured in diesen Approach rein? Ich muss also je nach Anflug, werden wir nachher nochmal sehen, müssen wir stable sein. Stable bedeutet, ab 1000 Fuß müssen wir komplett Gear Down und Flaps 3 respektive Flaps Full haben. Das hängt davon ab. Wir hatten das ja häufig schon gesehen. Ich kann bei starkem Seitenwind oder sehr viel Turbulenz kann ich auch mit Flaps 3 landen. Ist gar keine Frage. Aber in der Regel ist es Flaps Full. Also Gear Down, Flaps Full oder Gear Down, Flaps 3. Das ist beides in Ordnung. Und das muss auf jeden Fall bei 1000 Fuß anliegen. Und auch nicht bei 990 Fuß, sondern es muss bei 1000 Fuß anliegen. Und wenn ich da runter bin und noch vielleicht vergessen habe, die Klappen auf Full zu fahren oder irgendwas, dann ist das Kriterium dann nicht erreicht. Und das heißt für mich dann, ich muss durchstarten. Da gibt es auch kein Wenn und Aber. Die nächste Sache ist, dass also der Autothrust oder überhaupt der Thrust des Flugzeugs stabil ist, ne, dass also da nicht laut und leise und laut und leise, sondern das kann natürlich passieren, wenn ich starke Turbulenzen habe, dann wird der Autothrust natürlich schon dementsprechend hinterherarbeiten. Allerdings ist es so,
Wir brauchen mehr oder weniger eine Stabilisierung in unserem Thrust, in unserem Schub. Und es muss auf jeden Fall über der Idle-Drehzahl sein. Und warum muss das so sein? Ich hatte euch schon das ein oder andere Mal erklärt, wenn man also ein Go-Round fährt, dann braucht das eine gewisse Zeit, ehe die Engine von einer gewissen N1-Drehzahl dann auf die Maximal-Drehzahl hochlaufen. Das dauert. Und das dauert üblicherweise 8, 9 Sekunden. Und die Frage ist jetzt eben halt, wie teilt sich das auf? Nun, wenn ich also angenommen, ich hätte gar keine Drehzahl, also oder 10, 20, 30% Drehzahl, sagen wir jetzt mal als Beispiel, und ich würde jetzt volle Leistung geben, auf Toga gehen, dann sind die ersten 50%, die brauchen sehr, sehr lange im Verhältnis zu den zweiten 50%, nämlich von 50 auf 100%. Das geht wieder relativ schnell. Aber alles in allem braucht ungefähr 8 oder 9 Sekunden. Bedeutet also, wenn ich jetzt eine Leerlaufdrehzahl oder überhaupt eine Drehzahl habe, die schon irgendwo so bei 50, 60% ist, und das ist sie ja eigentlich, denn der 3 Grad, den wir abfliegen, wo wir dann runterfliegen, ist ja nicht so steil, dass wir im Idle Thrust arbeiten können. Das geht alleine schon gar nicht. Mal abgesehen davon, wir haben das Fahrwerk draußen, das ist also sehr viel Widerstand. Wir haben natürlich auch die Klappen vielleicht auf Full, das ist also extrem viel Widerstand nochmals. Also das heißt, die Maschine muss einen gewissen Schub natürlich haben, sonst würde die Speed ja gar nicht gehalten werden. Also in der Regel ist es sowieso so, dass wir über der Leerlaufdrehzahl natürlich dann sind. Aber die Begründung ist natürlich im Falle eines Go-Rounds, wenn ich dann 50% Anliegen habe oder vielleicht auch 56 oder irgendwas und ich starte dann durch mit Toga, dann dauert es eben halt nicht mehr so lange, bis die 100% erreicht sind. Wäre ich im Idle Thrust, dauert es natürlich erheblich länger. Und genau das will man nicht, weil man dann natürlich noch weiter durchsacken würde, bis dann die N1 anliegt für den Go-Round, um dann wieder zu steigen. Und um das zu verhindern, muss man auf jeden Fall über einer Leerlaufdrehzahl sein. Auch die Geschwindigkeit, hier unten steht es, Target Speed, muss erreicht sein. Also unser V-Approach Speed sollte mehr oder weniger anliegen. Natürlich, die Ground Speed Mini ist natürlich da noch am Werk eventuell. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass auch mal ein bisschen mehr oder weniger Gas da ist, aber oder Speed ist. Das ist auch in Ordnung. Man kann das auch gerne, sag mal, wenn so ein bisschen, das bezieht sich aber nur auf die Speed. Also wenn, sage ich mal, da 5 Knoten zu viel sind oder so und man weiß, man ist jetzt irgendwie 3, 4, 5 Sekunden später, hat man das Ganze wieder in seiner V-Approach-Speed, dann wäre das in Ordnung. Also ganz kleine Abweichungen sind natürlich möglich, sofern ich weiß, dass ich innerhalb ganz weniger Sekunden das Problem wieder lösen kann. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich durchstarten. Also die Speed muss letztendlich stimmen, was die V-Approach-Speed anbelangt. Die nächste Sache ist, die Sinkrate darf nicht über 1000 Fuß sein. Das ist auch so ein Maximalwert, eigentlich 1200, aber so 1000, 1200 Fuß maximal. Dann die Bank. Wir dürfen also keine Schräglage mehr als 7 Grad haben. Auch das würde als unstable zählen und wir müssten dann durchstarten. Also das sind alles so die Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Das zeige ich euch dann auch noch. Und dann können wir das hier sehen. Und hier steht das auch nochmal. Also zum Beispiel in IMC, elevator speed and thrust stabilization can be acceptable, provided das. Also nur unter der Voraussetzung, dass also die Company Policy da mitmacht. Nur dann. Dann könnte man sagen, na gut, wenn die Speed vielleicht 15 Knoten oder mal 10 Knoten mehr ist und ich weiß, dass ich das in einer kurzen Zeit wieder stabilisieren kann, dann darf ich das machen. Allerdings nur, wenn die Airline das auch mitmacht. Das ist das eine. Allerdings muss alles dann auf jeden Fall über 500 Fuß da oder bei 500 Fuß muss das sowieso alles sitzen. Also das ist die letzte Grenze. Aber das möchte ich euch gar nicht hier eigentlich groß zeigen, weil dann seid ihr so auf die 500 getriggert. Vergesst das einfach. Für euch sind 1000 Fuß ist das Entscheidende. 1000 Fuß stable. Alles andere führt sofort zum Durchfallen eines Checkflugs. Sofort. The flight crew does not detect any excessive flight parameters deviation. Genau, hatten wir darüber gesprochen, lateral oder vertical, das muss also alles irgendwie passen. Und wenn nur einer davon, nur einer, und das sind ja alle Sachen gezählt, also die Speed muss stimmen, die Konfiguration muss stimmen,
Die Bank muss stimmen, die würdige Speed mit 1200 Maximum muss stimmen, meistens ist es 1000 bei den Airlines. Also das muss alles stimmen. Und nur wenn alles stimmt, darf ich den Anflug weiter durchführen. Wenn nur ein einziger Parameter nicht stimmt, dann gibt es hier die Möglichkeit, dass ich natürlich, if one or above mentioned condition is not satisfied, then must initiate a go-round. Unless, also nur dann, wenn ich also eine ganz kleine Korrektur habe, sagen wir mal, ich hätte eine Bank auf 8 Grad oder so, und ich weiß, dass ich innerhalb von 2 Sekunden wieder dann auf meinen within 7 degrees bin, dann kann ich sagen, okay, komm, das passt. Ja, also. Ich meine, klar, was will ich machen, wenn ich starke Turbulenzen habe? Der Autothrust arbeitet, die Bank vielleicht muss ich hinterher und so. Also da kann das natürlich mal passieren, dass ein Parameter mal für eine ganz kurze Zeit, 1, 2, 3 Sekunden maximal, aus dem Ruder läuft. Aber ich weiß, dass ich das dann wieder drinnen habe. Wenn das nicht der Fall ist, von diesen ganzen Parametern, die ich aufgeführt habe, dann erfordert das natürlich ohne Einschränkung ein Go-Round. Ohne Einschränkung. So, jetzt gehen wir nochmal, da wollen die jetzt auf die Speed-Technik hin. Und es geht um die Frage, wie gehe ich in dieses letzte Final-Segment von dem Approach rein? Das heißt, fully configured mit Gear-Down, Flaps Full, oder gehe ich erst vielleicht mit Flaps 1 oder Flaps 2 rein, wie zum Beispiel beim ILS? Warum steht da hier Approach Speed Technik? Ja, da kommen wir gleich zu, denn das gehört eigentlich zur Speed. Nun, wenn wir ein ILS fliegen oder wir fliegen einen Anflug in Final App Guidance, bitte guckt euch nochmal ganz wichtig auch das kleine Video, was ich euch gegeben habe zu den neuen Download-Materialien, zu den neuen QNH. Oder QRH, wie heißt das, Summary Procedure. Das hier, da habe ich ein Video zugemacht, seht ihr auch, da wird das alles erklärt. Wie war das noch mit Selected und Managed und bla bla bla. Das sind alles Sachen, bitte guckt euch das an. Da gehe ich also nicht immer unbedingt jetzt bei jeder Folge drauf ein, sonst wird das ja alles viel zu lang. So, und da seht ihr ja, dass es hier um den sogenannten Final App Guidance Mode geht. Das ist genau das gleiche, die gleiche Taste, die wir auch beim ILS benutzen, nämlich das ist der Approach Mode. Nur, wenn wir jetzt die Taste beim ILS drücken, dann steht am FMA LogGS. Oder wenn wir sie beim Non-Precision drücken, dann steht da Final App. Also auch da könnt ihr wieder sehen, dass die Art des Aufbaus dessen, wie Airbus das in den Manuals erklärt, etwas anders ist. Also der Final App könnten verschiedene Anflüge sein. Das könnte ein VOR sein, es könnte ein NDP sein und es kann ein RMP-Approach sein. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Alle drei können letztendlich mit Final App geflogen werden unter bestimmten Voraussetzungen. Aber letztendlich ist es meistens der Fall, dass das mit Final App geflogen wird. Das ist dann also im Prinzip wie so eine Art ILS. So, und jetzt sagt Airbus, ja, wenn das so ist, wenn ihr also entweder ein herkömmliches ILS fliegt oder ihr fliegt ein Non-Precision Approach im Final App-Modus, dann und nur dann dürft ihr in einem sogenannten Decelerated Approach bei dem Final Approach oder Final Descent Point dann anfangen zu sinken. Das würde also bedeuten, wo ist genau der Unterschied? Decelerated Approach ist, dass ich vielleicht mit Flaps 1 oder mit Flaps 2 in das ILS reingehe oder in den Non-Precision mit Final App und dass ich dann während des weiteren Sinkens dann weiter configure, also dann Gear Down, Flaps 3 und Flaps Full. Das wäre ein Decelerated Approach. Im Gegensatz dazu gibt es den Stabilized Approach, bedeutet, dass wir also uns um die Konfiguration des Aircrafts überhaupt nicht mehr kümmern, bevor wir den Final Sinkflug einleiten, sind wir schon mit Gear Down Flaps Full unterwegs und damit brauchen wir uns dann auch nicht drum zu kümmern. So, und da sagt Airbus Folgendes zu: Wenn wir also jetzt irgendwie einen Approach mit irgendetwas Selected fliegen, das kann also Managed Selected sein, es kann auch Selected Selected sein, aber in beiden Kategorien steckt ja das Wort Selected. Und wenn das der Fall ist, da geht es nämlich um die Vertical Guidance insbesondere natürlich. Aber man kann natürlich auch
Selected fliegen. Das wären dann sowohl die Vertical als auch die Lateral Guidance im Selected-Modus. Wenn also irgendetwas damit Selected ist, dann dürfen wir eben halt nicht mehr einen Decelerated Approach-Anflug durchführen, wo wir vielleicht nur mit Flaps 1, 2 oder so reingehen, sondern dann haben wir bei dem Final Descent Point schon komplett die Maschine konfiguriert zu haben, also mit Get-On Flaps 3 oder Flaps Full, je nachdem. Ne? Kann ja auch sein, dass man Flaps 3 macht, aber in der Regel ist das Flaps Full, also Get-On Flaps Full. Das ist auf jeden Fall dann ein Muss. Es gibt noch zwei andere Begründungen, hier zum Beispiel, wenn der Glidepass etwas steiler ist, wir kennen jetzt in Palma 3,0 Grad oder vielleicht auch ein 3,3 oder was, wenn wir aber doch einen erhöhten Glideslope haben oder also ein Descent Profile haben von vielleicht, keine Ahnung, 4 oder was, wenn das also etwas erhöht ist, auch dann kann ich auch gar nicht mehr im Decelerated Approach fliegen. Das werden wir nachher bei den Anflugverfahren sehen. Das heißt sowieso ein großes Problem, dieser Decelerated Approach. Aber also jedenfalls, wenn man das so macht wie Airbus. Aber trotzdem, dann geht es gar nicht mehr. Dann muss ich definitiv voll konfiguriert sein. Ich muss schon so viel Widerstand haben mit Gear Down und die Landeklappen alle ausgefahren, damit die Maschine bei einem starken Sinkflug nicht von der Speed her abhaut und immer schneller wird. Wenn ich aber so viel Widerstand schon habe durch das Fahrwerk, durch die Landeklappen, dann bleibt die Geschwindigkeit konstant. Das ist also beim Stabilized Approach dann der Fall. So, was hat das jetzt eigentlich zur Folge, wenn ich, oder sag mal so, wie kann ich das am besten erreichen, dass ich dann auch bei dem Final Descent Point wirklich fully configured bin? Und da kommen wir jetzt zu einer Sache, die habe ich euch, glaube ich, schon, was weiß ich, wie oft erklärt. Und zwar geht es hier im letzten Satz, the flight crew should enter the V-Approach as a speed constraint at the final descent point. Ich hatte ja immer darauf hingewiesen, diese 133 Knoten, die wir dann Palma haben, die setze ich immer bei dem Center Fix, also bei dem Final Approach Point oder Final Approach Fix oder in diesem Fall allgemein heißt es ja Final Descent Point. So, und das ist also eine Sache, die mache ich ja grundsätzlich. Nun muss man hier nochmal zwei Sachen, das hatte ich auch in einem letzten Video, in der vorletzten Folge, glaube ich, erklärt. Man muss hier die zwei Begründungen auseinanderhalten. Meine erste Begründung ist, ich mache das ja bei jedem Anflug, also ich mache das nicht so, dass ich das nur hier mache, wenn ich irgendwas mit Selected fliege, sondern ich mache das ja auch beim ILS. Ich setze grundsätzlich die V-Approach Speed an dem Final Descent Point. Das muss man nicht machen, definitiv. Hier steht es ja, man muss es nicht machen. Denn die V-Approach braucht man nur setzen, wenn man irgendwas mit Selected fliegt. Und wenn ich ein ILS fliege, na gut, dann brauche ich das nicht machen. Aber ich mache es trotzdem. Die Frage ist ja, wie ist die Begründung? Und die Begründung ist, ich gehe, oder sagen wir so, für mich geht es um den Top of Descent. Weil wenn ich dort diese V-Approach Speed schon verankere, dann verschiebt sich natürlich mein Top of Descent in meine Richtung nach hinten. Ich sinke also etwas früher. Und das ist die erste Begründung, habe ich euch auch immer erklärt, warum ich bei jedem Anflug zu 100%, egal ob das ein ILS ist oder wie ich das auch immer fliege, ich mache grundsätzlich diese V-Approach Speed an dem Final Descent Point. Aber wegen des Top of Descents. So, das heißt nicht, dass ich dann auch gleichzeitig dann stable bin. Ne? Ich bin ja nicht stable, wenn ich ein ILS fliege bei diesem Final Descent Point. Ich mache es nur wegen der Berechnung des Top of Descents. Das ist eine völlig andere Begründung. So, hier, was hier gesagt wird, da geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass wir die Final Approach Speed jetzt setzen, weil wir fully configured sein müssen. Was bedeutet denn das? Na gut, wenn ich die Klappen rausgeschmissen habe und das Fahrwerk, also Gear Down Flaps Full, dann wird natürlich meine Geschwindigkeit geringer und wir gehen zurück auf unsere V-Approach Speed. Verankere ich jetzt diesen Punkt, so wie ich es grundsätzlich mache, verankere ich nun diese V-Approach Speed auf diesem Final Descent Point als Constraint, dann wird die MCDU natürlich das alles so berechnen, dass ich dann auch, also auch den Sinkflug und alles so berechnen, dass ich dann an diesem Punkt auch diese Final Approach Speed erreicht habe. So, und wenn wir also, und deswegen, man kann also das immer in Beziehung setzen. Mache ich ein Stabilized Approach?
muss ich grundsätzlich die V-Approach Speed auf diesen Final Descent Point restriktieren. Also Stabilized Approach, Gear-Down, Flaps Full und die V-Approach Speed auf diesen Final Descent Point gehört immer zusammen. Gehört niemals getrennt. Immer zusammen. Okay? Das sagt Airbus hier ganz klar, das müssen wir dann so machen. Ob ihr das dann auch beim ILS tut, so wie ich das mache, aufgrund meiner Begründung des Top of Descents, das ist eine ganz andere Frage. Ihr könnt es sowohl so machen, dass er sagt, nein, das mache ich nicht, brauche ich alles nicht. Oder ihr könnt auch sagen, ich mache es grundsätzlich. Denn dann würdet ihr diesen Fall hier ohnehin mit abdecken. Ne? Dass ihr dann im Selected-Modus jedenfalls habt ihr das auch nicht vergessen. Also das ist mir egal, wie ihr das macht. Ich kann euch nur aus der Erfahrung sagen, der Top of Descent ist angenehmer, wenn ich das immer restriktiere. Weil normalerweise errechnet ja der Top of Descent, wird ja errechnet durch 1000 Fuß. Das ist nämlich unsere 1000 Fuß, wie wir gerade besprochen haben. So wird ja Airbus den Pass berechnen. Ich habe euch das Schaubild vorletzte Woche gezeigt. Dass also 1000 Fuß auf dem Final wird irgendwie ein imaginärer Punkt entwickelt und der wird dann hochgerechnet und hochverlängert zu eurer Reiseflughöhe. So, aber der Airbus geht davon aus, dass man die V-Approach Speed at 1000 Fuß hat. Das will ich aber nicht. Ich will von der Berechnung es schon haben, vielleicht in Palma in 2700 Fuß. Und das ist ja nun bei dem Final Descent Point. Und deswegen restriktiere ich den schon. Aber es ist beides in Ordnung. Also wenn ihr das macht, so wie Airbus das macht, ganz strikt nach Buch, nur im ILS und im Final ein Decelerated Approach, dann brauche ich ja rein theoretisch, wenn euch der Top of Descent scheißegal ist, dann braucht ihr das ja nicht, diese V-Approach dort auf den Final Approach Point zu hinterlegen. Wenn ihr aber sagt, nee, da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, was Ingo da sagt, naja gut, dann macht es eben halt auch. Das ist egal. Aber eins müsst ihr, wenn ihr ein Approach im Selected Guidance fliegt, dann müsst ihr in den Approach reingehen und das verlangt automatisch die V-Approach hier auf den Final Descent Point zu packen. Okay? So, jetzt geht es nochmal darum, wenn ich ein Anflug abbreche. Auch das muss ich ja wissen, wie breche ich so einen Anflug ab. Da gibt es zwei Szenarien. Das eine ist ja, wir gehen jetzt mal von Palma aus, unser Final Descent Point ist in 2700 Fuß. Da geht's los und wir fangen dann richtig das ILS an zu sinken oder was weiß ich für einen Anflug. So, jetzt kann es ja durchaus sein, dass wir aufgrund von irgendwelchen Umständen den Anflug schon früher abbrechen. Ich bin also noch über den 2700 Fuß, die wir eigentlich bei dem Final Descent Point haben. Ich bin vielleicht 3000 Fuß oder 3500 Fuß. Und ich sage mir, nee, das wird alles nichts hier, ich muss den Anflug abbrechen. Dann sind wir also über dieser Altitude. Das ist nämlich über der Altitude, die ihr am Altitude-Window eingestellt habt. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, ihr seid schon darunter. Ihr habt vielleicht das Glide-Slope-Signal schon intercepted und fliegt jetzt dem ILS hinterher. Was passiert dann? Dann kann man nicht mehr von einem Cancel-Approach reden, sondern ist es ein typischer Go-Round. Wenn ich, das sagt hier Airbus auch, in order to discontinue an approach when the aircraft is at or above, das wären also über unseren 2700 Fuß, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können ganz normal herkömmlichen Go-Round fahren, wie wir das hier unten auch machen müssen. Wir können Go-Round fahren. Wir können aber auch sagen, nee, ich muss das jetzt nicht hier mit dem Go-Round, ich brauche ja nur ein bisschen rechts abbiegen oder wie auch immer und machen einen neuen Approach. Dann kann ich auch einen Anflug canceln. Das ist kein Go-Round. Und wie macht man das? Das steht hier unten. Wenn ich, also hier nochmal ganz wichtig, ne? When the aircraft is below the FCU altitude, also im Altitude Window, wenn ich also schon darunter bin, dann muss ich, Crew must apply the go-round. Da gibt es auch kein Wenn und Aber, wenn ich darunter bin, muss ich ein go-round fliegen. Wenn ich darüber bin, hätte ich diese zwei Möglichkeiten. Eine ist wieder go-round, okay, klar. Und Discontinue, wie funktioniert das? Nun, wenn ich den Approach mit Approach-Taste fliege, und das wäre ja ein ILS oder auch ein Non-Precision, wenn ich den in Final App fliege, oder auch wenn ihr ein Glide Slope Out, also ein Localizer-Approach fliegt. Mit anderen Worten, entweder ist die Approach-Taste gedrückt oder die Lock-Taste ist gedrückt. Dann kann ich, indem ich da wieder drauf drücke, die Taste wieder deselecten
Dann bin ich aus dem Mode raus. Naja, und dann kann ich ganz normal für VIOS wieder steigen mit Open Climb und dann rechts mit Heading abdrehen oder irgendwas, um dann einen neuen Anflug zu machen. Aber das immer nur, wenn ich über dieser Final Descent Altitude, also das, was am Altitude-Window dann steht, dann, wenn die Situation eingetreten ist, dann darf ich das machen. Bin ich darunter, dann folgt das unweigerlich zum Go-Round und da gibt es auch kein Wenn und Aber. So, wenn wir ein Go-Round durchführen, dann kann das sein, hier, the FMS does not automatically string the previous flown approach in the active flight plan when the aircraft overflies the last waypoint. The FMS has no more destination in the flight plan. Wenn ich den letzten Punkt auf der Flight Plan Page irgendwie abgeflogen bin, dann verschwindet meine Destination. Da ist nichts mehr. Kann sein. Und wenn diese Destination nicht mehr da ist, also Palma ist dann nicht mehr da in der MCDU unten auf der Flightplan-Page, dann muss ich Folgendes machen, dann suche ich mir wieder den letzten Punkt aus, den ich gerade überflogen habe, drücke links auf den Line-Key und dann erscheint rechts in dem Fenster New Destination, können wir dann die neue, also alte, die nehme ich wieder Palma, denn war voraussichtlich, wollen wir ja doch in Palma landen, wieder Palma eingeben mit der Arrival oder auch nicht Arrival, je nachdem, aber auf jeden Fall diese ganze Landebahn können wir wieder eingeben. Das müssten wir machen, wenn wir keine Destination mehr zur Verfügung haben auf der Flightplan-Page. Ihr kennt das auch schon, wir haben das in der Folge 4 Bravo schon gemacht. Da haben wir ja auch gesagt, Secondary Flight Plan, da sind wir nach Rotwe gegangen, dann stand da Rotwe, Holding, Rotwe, weil wir dann Holding drehen wollten. Was haben wir dann gemacht? Da haben wir gesagt, okay, von Rotwe, wenn wir da vom Holding sind, wollen wir wieder zurück nach Stuttgart, denn das ist ja unser Takeoff-Alternator, da wollen wir wieder zurück. Na gut, dann sind wir also bei dem zweiten Mal Rotwe, Rotwe holt Rotwe, sind wir also bei dem zweiten Mal Rotwe, dann links auf den Line-Key haben wir gedrückt und haben dann rechts da diese New Destination eingegeben, nämlich wieder Stuttgart mit der jeweiligen Arrival und, oder auch nur die Runway hatten in diesem Fall eingegangen, nur den ILS-Approach und das war's. Und das, darauf wollen die hinaus. Ja? Das kann also passieren. Zur Info steht hier noch, wenn wir also den Approach abbrechen und zwar kein Go-Round fliegen, also dann würden wir ja auch nicht Toga geben, warum soll ein Toga geben, dann bleibt die Maschine automatisch in der Approach-Phase. Nur als Erinnerung. Also wir bleiben in diesem Mode oder in dieser Phase des Approaches, wenn wir nicht Toga selektiert haben. Das war es eigentlich schon, Leute. Das war, wie gesagt, ganz allgemein, weil das trifft ja auf alle zu. Egal, was das für ein Anflug ist. Nächste Woche, wie gesagt, werden wir dann schon uns mit der Konfiguration beschäftigen. Auch erstmal allgemein, nicht spezifisch für einen Anflug, ganz allgemein. Und dann geht es dann weiter und dann werden wir dann wirklich detailliert uns um die Anflüge kümmern. Guckt euch das bitte nochmal genau an und guckt euch vor allen Dingen bitte auch nochmal jetzt den Unterricht an oder das Erklärungsvideo der Unterrichtsmaterialien an. Da wird es nochmal viel genauer, auch mit diesen zwei, drei Charts, die ich euch da zur Verfügung gestellt habe. Bitte angucken, wichtig für euch, denn das wird uns immer dann weiter begleiten in den nächsten Wochen und damit ihr da fit seid und wenn ihr, da müsst ihr wissen, was nun Manage ist, was Manage Selected, das müsst ihr wissen und um da einen gewissen Überblick zu haben, habe ich diese Charts für euch gemacht, die ich auch selbst verwende und deswegen guckt euch da bitte nochmal rein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wir sehen uns nächste Woche.